Glaubt ja keiner. Die Kamera steht in der Essdiele auf dem Tisch. Vorfokussiert auf das Ziel Vogelbad. Auf einem kleinen Stativ. Abdrückbereit. Genauso liegt die T2H mit dem 2.8er Tamron mit dem 300er griffbereit. Die Aserzahl ist auf 320 eingestellt. Ein optimaler Kompromiss zwischen Niedrigempfindlichkeit und kurzer Verschlusszeit. Mit seiner Griffauflage ist das 300er Tamron optimal geeignet für Freihandaufnahmen. Mit dieser Linse gehst du ins Ziel. Okay, Freunde, du musst schon Profi sein, um da was zustande zu kriegen. Eine Variante ist der aufmontierte Blitz. Es ist ein Vivita. Dieses Blitzgerät ist optimal geeignet als Fill-in-Flash, auch bei Teleaufnahmen. Das 2.8er Tamron ist zusätzlich bestückt mit dem 1,4-fach Extender. Das gibt also im digitalen Bereich mit der D2H eine Brennweite von ungefähr 600 mm. Das gibt schon einiges her. Well, you see, nature photography and nature filming is quite as neurotic as picture journalism. Das verpackte Equipment im Kofferraum des Autos. Und Klappe zu.